mein Name ist Robert Pieringer, bin gelernter Goldschmiedemeister. Ich habe halt die Leidenschaft, eben aus Materialien etwas Sinnbildliches zu schaffen. Wir hatten die Weltmeisterschaft in St. Johann und das hat sich einfach so entwickelt, dass es mittlerweile eine Freundschaft ist und mittlerweile auch ein gewisses Hobby, die Trophäen zu machen. Fängt so an, dass ich einen Entwurf mache, den zeichne ich, dann schaue ich, ob das realisierbar ist und dann beginne ich mit der Auswahl der Materialien. In Summe sind es ca. ungefähr 500 Stunden, die ich hier investiert habe. Es ist Freizeit, es ist Hobby und auch etwas Leidenschaft. Für mich ist die Mannschaftstrophäe ganz was Besonderes, weil sie an die Grenzen des Möglichen gegangen ist eigentlich. Der Außenring besteht ja aus einem Baumstamm, wo wir praktisch einen Ring runtergeschnitten haben und dann in Bronze gegossen. Der Mittelteil ist aus Holz und die Sportler sind aus Bronze. Der Ständer besteht aus zwei Stilschwertern. Das Gewicht ist ca. 35 Kilo. Die Trophäe für den Einzelbewerb besteht eben aus Holz, Bronze und Silber. Zwischen den Trophäen gibt es eben die Verbindung, die Motorsäge. Die Säge besteht praktisch aus 12 Teilen, die miteinander verschraubt werden. Ich mache natürlich auch die Medaillen für die Sportler und sie sind genauso liebevoll gestaltet wie die Trophäen, damit die Sportler eine schöne Erinnerung haben an den Wettkampf.